Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Vor einigen Tagen habe ich auf meinem YouTube-Kanal in dem Gemeinschaftstab, im Community-Tab, eine Nachricht geschrieben, dass ich eine Uhr vermitteln könnte zum Kauf, eine Van Dijk Tiefseeautomatik in Blau, das Modell Ruhe. Und das Angebot hat eigentlich nur anderthalb oder zwei Stunden da gestanden. Und dann war die Uhr verkauft, weil ich mich selber entschieden habe, sie zu nehmen. Gekauft habe ich sie von Flomp89. Florian, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Die Uhr hat mir immer schon gefallen. Ich war aber nie ganz sicher, ob ich sie wirklich haben möchte, ob sie was für mich ist, ob sie zu mir passt. Und das Angebot war einfach vom Preis her so unschlagbar günstig, dass ich nicht daran vorbeikam, mir die Uhr selber zu sichern. Tut mir leid, falls einer von euch doch Interesse gehabt hätte. Ihr wart einfach zu langsam. Und deswegen bin ich heute in der Lage, euch die Uhr vorzustellen, was ich natürlich mit großem Vergnügen mache. Wie die meisten Uhren von Van Dijk hat auch diese Uhr so manches, was mir gut gefällt. Es ist ein sehr frühes Modell. Das heißt, es gibt auch einige Sachen, die bei der späteren Serie verbessert wurden. Ich werde darauf hinweisen, denn diese Uhr ist nicht perfekt, aber für mich eine sehr, sehr gute und vor allen Dingen sehr erschwingliche Alltagsuhr, die in der jetzt aktuellen Produktionsserie noch besser geworden ist. Und die Details werde ich euch in diesem Video sagen. Die Van Dijk Tiefseeautomatik ist eine Uhr aus dem Hause Van Dijk mit einem vergleichsweise kleinen Preisschild. Die hier gezeigte Uhr kostet am Stahlband 399 Euro und an einem zweiteiligen NATO-Band 359 Euro. Ich habe mir hier ein Band von The Watch Steward montiert, einfach weil ich fand, dass die Farbe extrem gut gepasst hat zu der Uhr. Na, kriege ich es scharf? Warum kriege ich das jetzt nicht in den Fokus? Da haben wir es im Fokus. Ich fand einfach, es passt extrem gut zu der Uhr. Farblich und auch überhaupt insgesamt mag ich die Watch Steward Bänder nicht ganz so gerne. Aber hier in diesem Fall fand ich, dass das farblich einfach ein absoluter Volltreffer ist. Und deshalb kann ich mit den anderen Sachen, die mir nicht so gut gefallen, prima leben. Kommen wir aber noch mal zu der Uhr hier. Bevor wir uns die Uhr im Detail anschauen, wollen wir einmal kurz die Maße durchgehen. Die Uhr hat einen Durchmesser von 41,5 mm und eine Bauhöhe von 12,3 mm. Lug-to-Lug, also die auf dem Arm aufliegende Fläche, beträgt 48 mm. Die Uhr wird angetrieben von einem Miyota 821A und ist limitiert auf 999 Stück. Die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm und die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht. Ich habe hier eines der allerersten Modelle, die von Van Dijk produziert wurden. Das bedeutet, dass das Dreieck hier oben nicht leuchtet. Das ist in der späteren Serie verbessert worden. Ich habe mit dem Tim von Van Dijk gesprochen und erzählt, dass ich mir die Uhr gebraucht bzw. nicht direkt von Van Dijk gekauft habe. Und er sagt, ja, dann hast du noch eines der frühen Modelle. Mittlerweile haben wir da nachgelegt. Was mir an der Uhr gefällt, sind verschiedene Sachen. Zum einen mag ich die unglaubliche Zurückhaltung mit den kleinen aufgesetzten Indizes. Ich gucke mal, ob man das ein bisschen besser noch sehen kann, wenn man hier rangeht. Ja, also richtig schön gemachte, kleine aufgesetzte Indizes. Kleine
schmale, dezente Zeiger. Insgesamt ein wunderschönes, aufgeräumtes Ziffernblatt mit wenig Text drauf in einem matten, dunklen Blau. Die Keramiklünette rastet mit 120 Klicks. Ich gucke mal, ob man das hören kann. Mal ganz kurz an mein Mikro gehen. So klingt die Lünette. Wie gesagt, mit 120 Klicks. Sie ist relativ schmal, also mit Handschuhen kann ich sie bedienen, aber da habe ich Uhren, die sind tatsächlich etwas besser mit Handschuhen zu bedienen als diese. Die Lünette ist sauber ausgerichtet, das Datum in Rot, ein Merkmal von Van Dijk mittlerweile. Ich finde es ein kleines bisschen klein, wenn ich so die Uhr mal ein bisschen wegnehme, dann hat es ungefähr die Größe eines Index. Insofern passt das und ist auch durchdacht. Aber zum Ablesen ist das schon arg klein, das muss man einfach so sagen. Das Gehäuse selber ist ziemlich aufwendig gemacht, wie ich finde. Es hat eine gebürstete Oberfläche, verschiedene angeschliffene Fasern und Kanten, die alle sehr sauber ausgeführt sind. Und das Vintage-Gehäuse gefällt mir wirklich sehr gut. Und je nachdem, wie man die Uhr dreht, hat man hier unterschiedlichste Lichtreflexionen, bedingt durch den Schliff, sowohl was die Bürstung betrifft, als auch den Schliff bezüglich der Kanten. Sehr schön gemacht. Die Hörner auf der Rückseite sind quasi integriert, sodass man, wenn man ein Stoffband, ein Durchzugsband nimmt, keinen unangenehmen Spalt hat. Und auch bei einem Leder- oder einem Aftermarket-Kautschukband gibt es hier keinen Spalt, weil das Gehäuse direkt gerade an die Aussparung für das Band und die Hörner sind es in diesem Sinne ja nicht, weil das einfach eine Gehäusefortführung ist, anschließt. Die Krone ist klein und relativ glatt, lässt sich aber mit Handschuhen so gerade eben noch bedienen. Ich weiß, viele sagen, dann zieh doch die Handschuhe aus, aber bei einer Taucheruhr ist das natürlich auch ein Kriterium, ob sich eine Krone mit Handschuhen bedienen lässt oder nicht. Die Krone ist verschraubt und hat an der ersten Position wie üblich die Datumsverstellung. Und ich werde jetzt warten, bis der Sekundenzeiger auf der 12 ist, um euch auch die Zeigersetzung zu zeigen. Dafür muss ich bis 12 Uhr vordrehen. Na komm schon. Und ihr könnt sehen, die Zeiger sind absolut perfekt gesetzt. Da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Ein absoluter Volltreffer, was die Zeiger betrifft. So, was hatten wir? 3 Uhr hatten wir ungefähr. Datum gucke ich mir später nochmal an. So, verschrauben lässt sie sich auch. Wie gesagt, eine tolle Uhr, sehr sauber gearbeitet. Die Keramiklünette hat ein leicht anderes Blau als das Zifferblatt, was aber schon allein dadurch begründet ist, dass das Zifferblatt matt ist und die Keramiklünette glänzend, sodass alleine durch die Reflexion ein anderer Farbton entsteht. Ich finde aber es in keinster Weise störend oder so auffällig, dass ich der Meinung wäre, es würde nicht zusammenpassen. Im Gegenteil, diesen leicht anderen Farbton finde ich sogar ganz reizvoll, insbesondere auch, weil dann ein vielleicht nicht 150% passender Blauton des Bandes nur eine weitere Nuance gibt und nicht störend wirkt. Die Uhr trägt sich wirklich sehr angenehm am Arm, was ich euch auch gerne einmal zeigen möchte. So, dafür gehen wir mal ein Stück raus, damit man noch ein bisschen Überblick hat und sieht, was ich mache. Ich muss die Uhr, die ich gerade anhabe, dafür natürlich abnehmen. Aktuell am Arm habe ich den Circular Superkompressor mit 40 mm im Durchmesser.
Und wenn ich die beiden nebeneinander halte und sage, die Superkompressor links hat 40 mm, die Van Dark 41,5, dann kann man einmal sehen, wie sehr doch diese Maße täuschen, beziehungsweise auch nicht unbedingt relevant sind. Denn rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass die Circular, also diese hier, ein klein wenig größer ist als die Van Dark, aber von den Maßen her ist es genau andersherum. Tun wir die mal zur Seite und jetzt kommt der Moment, wo ich die Bänder von Watch Steward zumachen muss und das ist immer ein kleines bisschen Fummelei, aber ich lasse euch da gerade mal live dran teilhaben. Insbesondere mit Handschuhen bestimmt echt nicht so leicht, na da haben wir es doch. So, und da ist die Van Dark Tiefsee Ruhe in Blau an meinem Arm mit 17 cm Handgelenksumfang. So sieht die Uhr aus. Wunderschön, passt und wird mich in meinen Urlaub begleiten. Und da werde ich auch das Video eine Woche am Arm mit dieser Van Dark machen. Einige von euch wollten auch unbedingt wissen, wie die Uhr am Stahlband aussieht. Auch das zeige ich euch selbstverständlich gerne. Das Stahlband habe ich mir schon zurechtgelegt. Da haben wir das Stahlband. Ein schönes, massives Stahlband mit, ich zoome mal wieder ein kleines bisschen rein, dann sieht man das besser. Mit Schnellwechselstegen, was es mir hoffentlich ermöglicht, das Band schnell und einfach zu tauschen. Die Schließe ist massiv, hat keinen Sicherungsbügel, sondern diesen Pilzkopf hier mit der Drückersicherung. Ich fühle mich mit einem umgeklappten Sicherungsbügel immer etwas wohler, auch wenn diese Schließen bei mir tatsächlich noch nie aufgegangen sind. Trotzdem ist das so ein Gefühl, Bügel drüber ist nochmal ein Tick sicherer. Ihr könnt sehen, das Band ist verschraubt. Van Dark hat auch Schraubenwerkzeug mitgelegt, das heißt zwei kleine Schraubenzieher, sodass man das Band ohne zusätzliches Werkzeug wechseln kann, wenn man das dann möchte, beziehungsweise kürzen kann, wenn man das dann möchte. Das Band ist massiv, es trägt sich sehr angenehm, ist beweglich, klappert auch nicht zu sehr. Insgesamt sehr schön und auch prima an der Uhr. Und jetzt zeige ich euch kurz, wie dieses Stahlband an der Uhr aussieht. Da haben wir das Band abgemacht und jetzt machen wir das Stahlband dran. So rum müsste es genau passen. Und jetzt das Ganze mit Handschuhen, natürlich ganz klasse. Nee, geht nicht mit Handschuhen, keine Chance. So, nochmal das Ganze ohne Handschuhe. Tja, ich stelle fest, ich kann das besser mit keinen Schnellwechselstegen. Kaum 10 Minuten später ist das auch erledigt. Naja, jetzt ist das Stahlband dran und ich kann es euch an der Uhr zeigen. So sieht das Stahlband an der Uhr aus. Wir machen das selbstverständlich auch nochmal auf. Sehr schön und auch an meinem Arm absolut gut aufgehoben und positioniert. Eine schöne Uhr. Ohne jeden Zweifel, die mir wirklich gut gefällt. Jetzt kommt noch die Aufnahme bei Nacht. Ich mache mal hier die Lampe an und die Leuchten, die Videoleuchten aus. So. Die Uhr ist aktiviert. Und hier seht ihr die Uhr.
Immer noch gut ablesbar, wie ich finde, absolut. Das Dreieck auf der Lünette ist in der aktuellen Serie ebenfalls beleuchtet, sodass man auch bei Nacht hier einen entsprechenden Anhaltspunkt hat. Ich finde die Uhr sehr gut ablesbar, aber auch natürlich nicht so gut wie Uhren mit größeren, breiteren Indizes und größeren, breiteren Zeigern, wo schlicht und ergreifend mehr Platz für Leuchtmasse ist. Alles in allem eine wirklich wunderschöne Uhr zu einem sehr günstigen Preis, einer Verarbeitungsqualität, die in dieser Preisklasse definitiv nicht üblich ist, sondern nach meiner Meinung deutlich über dem Durchschnitt in der Preisklasse liegt. Die Wandag Tiefsee wird eine meiner Urlaubsuhren werden. Das heißt, dass eine Woche am Arm dauert noch ein kleines bisschen, wird dafür aber kein Video aus meinem normalen Alltag, sondern eher aus meinem Urlaubsalltag. Ich habe selber noch keine Ahnung, was ich dann in dieser Woche machen werde. Vielleicht besuche ich die ein oder andere Uhrenmanufaktur. Vielleicht gehe ich mit dem Hund wandern. Ich habe echt noch keine Ahnung, aber es wird ein etwas außergewöhnliches eine Woche am Arm Video. Sendetermin voraussichtlich Mitte bis Ende August. Und ich lade euch herzlich ein, euch auch das eine Woche am Arm Video anzuschauen. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf den August, wenn es bei mir auf dem Kanal wieder neuen Content gibt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.